Okay, willkommen. Der nächste Talk ist von Brewster und wir schauen uns chinesische Online-Kultur an während der Zensur, also zwischen 2009 und 2019. Und jetzt erstmal eine große Runde Applaus. Okay, nur als zur Erinnerung, ich werde ein bisschen vulgare Sprache benutzen und vielleicht irgendwie, also wenn ihr sehr, sehr schnell irgendwie euch angegriffen fühlt, dann solltet ihr vielleicht rausgehen oder mit kleinen Kindern. Und ich werde auch ganz viele chinesische Wörter verwenden. Also wenn das für euch irgendwie verwirrend ist, dann sagt einfach Bescheid. Ja, also erstmal ein bisschen Musik. So, did you notice who were in the song? Also habt ihr gehört, wer da irgendwie in diesem Lied ist? Who were the, what were the animals that were? Was waren die Tiere, die da erwähnt wurden? Flusskrabben? Und Graspferde. Okay, und was sind das? In den nächsten 40 Minuten werde ich euch ein paar von diesen Terms erzählen und irgendwie Phänomene, die ihr vielleicht online sehen werdet. Und ich werde euch die erklären, irgendwie kulturell, geschichtlich und auch in Bezug auf die Geschichte. Und ich versuche irgendwie, euch das zu erklären, irgendwie die lustige Seite und auch die kreative Seite, die chinesische Mitbürger online, Netizens nennen wir die, immer so zeigen. Und das versuche ich halt euch mitzuteilen hier. Okay, also das Pferd, Cao Ni Ma, und die Flusskrabbe ist He Xie. Cao Ni Ma. Und das klingt fast gleich wie, also which literally means Cao Ni Ma. Fuck your mother. Und das bedeutet fick deine Mutter. Chinese people's favorite. Und das ist im Prinzip das Lieblingswort, das Leute benutzen, wenn sie fluchen. Ja, und Leute haben das irgendwie für Jahre benutzt und bis 2009 die Flusskrabbe kam, also Hirche. Und das klingt fast gleich wie Hirche, das Harmonie bedeutet. Und Harmonie kommt von der harmonischen Gesellschaft, das im Prinzip die sozialwirtschaftliche Vision von Hu Jintao. Das hat er irgendwie in der Mitte der 2000er aufgebracht. Aber wie man da hinkommt zu dieser harmonischen Gesellschaft, ist alle Ideen, die gegen die Partei sind, zu löschen. Und deswegen wurde irgendwie also Harmonie, Euphemismus für Stabilität um jeden Preis. Und der Standard ist wirklich komplett zufällig. Also man hat keine Ahnung, warum Dinge passieren und du kannst es nicht selber entscheiden. Und das ist, wie Online-Zensur in China im Prinzip angefangen hat. Und natürlich kurz danach hat man irgendwie harmonisieren verwendet als Wort anstatt zensieren. Und anstatt eben Harmonie zu verwenden, hat man Flusskrabbe benutzt dafür, als Witz sozusagen. Wenn irgendwas gelöscht wurde oder wenn irgendwas negativ über die Party berichtet wurde online, und dann haben Leute gesagt, oh, das war Flusskrabbe als Verb. Und weiterhin, das Wort Krabbe hat das gleiche, ist auch wie Harmonie. Und auch ist so, jemanden anzugreifen oder jemanden
mobben. Und weil Krabben irgendwie so sich seitwärts bewegen und dann mit Hong, das heißt eben auch mobben. Und in diesem Bild sieht man drei Uhren in dieser Krabben und das ist eben drei Repräsentationen. Und das ist halt Dai Biao, was das gleiche Wort ist wie eine Uhr tragen. Also drei Repräsentativen. Hat irgendwie Jiang Zemin ein Konzept, das 2002 erfunden wurde, das so erzählt wurde, die kommunistische Partei soll drei Dinge repräsentieren. Zum einen die sehr gute Kultur und im Interesse aller Menschen sozusagen. Aber das wissen wir natürlich, dass das nicht die Wahrheit ist. Und deswegen sagen die Leute anstatt drei Repräsentationen, dass man drei Uhren trägt, was halt auch eine Anspielung auf Zensur ist. Also jetzt versteht man irgendwie Cao Nima. Und das ist halt so ein Pferd. Das bedeutet im Prinzip fick dich. Und diese Flusskrabben sind irgendwie so Zensuren oder etwas zensieren. Und das ist noch nicht genug. Also Leute haben sich irgendwie ein neues Zeichen ausgedacht. Dieses Zeichen existiert nicht, aber folgt im Prinzip den Regeln von anderen chinesischen Zeichen. Und man sieht, dass eben dieses Gras, Schlammpferd da in diesem Zeichen komplett drin ist. Und das ist im Prinzip auch ein subversiver Akt gegen die Zensur. Und wenn ihr vielleicht wisst, in diesem Lied gab es auch ein anderes, wo eben die Leute wohnen, also wo das Habitat von den Krabben und den Pferden, Male Gobi ist auch ein Homophon. Gobi Desert, which is das ist eben das Gobi, die Gobi-Wüste. Eine Wüste in Nordchina, eben bekannt vor allem für Berge und auch für Dünen. Und es ist tatsächlich sehr selten, dass diese Tiere sich da befinden. Also wie ihr jetzt sehen könnt, ist es im Chinesischen so, dass die chinesische Sprache wirklich sehr kompliziert ist, sowohl gesprochen als auch geschrieben. Und da gibt es einige Zeichen, die sich genau gleich anhören, aber was komplett Verschiedenes bedeuten. Also wenn man irgendwas zensieren möchte, wenn man irgendwas Geschriebenes zensieren möchte, kann man sich immer was überlegen, was gleich klingt, aber komplett anders aussieht, um eben Zensur zu umgehen. Und das kann verstanden werden im Kontext. Also jetzt, nachdem ich euch das Linguistische erklärt habe, gibt es tatsächlich auch einen kulturellen und geschichtlichen Layer dieses Lieds. Die Melodie kommt von den Schlümpfen. Als es in China in den 80ern eingeführt wurde und manche Leute haben gedacht, oh, das ist ja cool, also zwei patriotische Liedermacher, die eigentlich für die kommunistische Partei arbeiten, haben dieses Lied komponiert. Und jeder, der in den 80ern und 90ern in China aufgewachsen ist, kennt dieses Lied. Also als sie dieses Lied ausgesucht haben, um den Kampf zwischen den Flusskrabben und diesem Pferd zu beschreiben, wurde das sofort viral. Okay, im gleichen Jahr, also 2009, wurde Cao Nima so bekannt, dass es irgendwie eine richtige Industrie darum gebaut hat und auch international wurde das bekannt. Also zum Beispiel wurde es im größten Medienkunstfestival auf der Welt erwähnt und als WikiLeaks wurde das auch irgendwie, in WikiLeaks wurde das auch erwähnt und tatsächlich gibt es eine ganze Kollektion von Internet
Terms, also Internetwörtern. Und ursprünglich waren das mal 10 Wörter und jetzt sind das immer mehr. Ursprünglich ist das auf Baidu Baike erschienen. Das ist eine Online-Enzyklopädie, die von Baidu ausgeht. Das ist im Prinzip die Suchmaschine von China. Und also jetzt werde ich noch 2 andere Beispiele dieser mythischen Biester, mythischen Tiere erklären, nur um euch zu zeigen, wie man die, wie die kreiert werden. Das erste ist Fa Ke Yo, also französisch, kroatische Tintenfisch. Und das ist irgendwie ein Tintenfisch, der entdeckt wurde von französischen und kroatischen Forscherinnen. Und wenn die sich angegriffen fühlen, dann verlieren die weiße Flüssigkeit und das ist schwierig für Menschen. Also das kann Menschen verletzen. Ja, ich glaube, das muss ich nicht übersetzen. Fake you ist halt fuck you. Das andere ist yamie. Das ist es hilft, wenn du Japanisch verstehst. Yamie. Also das heißt stopp. Wenn du irgendwie viel japanische Porno schaust, dann kennst du dieses Wort im Prinzip. Ja, und im Prinzip chinesische Mädchen sind sehr, sehr, also sagen immer stopp, stopp. Und japanische Pornos sind sehr, sehr wichtig in China, weil es eben im Prinzip keine Bildung gibt, es gibt keinen Sexunterricht oder sowas. Ja, und deswegen sind japanische Pornos sehr wichtig. Das nächste ist Guge, das ist irgendwie sowas wie eine Taube, soll angeblich der älteste Vogel sein, der noch existiert, fast nicht mehr existierend, aber existiert noch. Und wenn man irgendwie alten Legenden glaubt, dann hat es eine sehr wichtige Eigenschaft, nämlich dass es Flusskrabben Angst vor Flusskrabben hat. Nach dem 13. März 2010 begann dieses Bild zu verschwinden in China. Es wird vermutet, dass das mit der Klimaveränderung zusammenhängt und insbesondere den großen Veränderungen auf großem Maßstab in der Ökologie, den Desastern, die oft in China stattgefunden haben. Und Probleme, die dann entstanden sind, haben diese Vögel nicht überlebt. Und deswegen haben sie sich nach Hongkong verlegt und zufällig im Jahr 2010 in den Suchdiensten von 2010, auch die Google-Suchdienste wurden 2010 aus China entfernt, zufälligerweise. Und das war also eine wirkliche Wasserscheide, ein richtiger Einschnitt in der chinesischen Internetkultur. Google hatte den Suchmaschinenmarkt ziemlich dominiert. Und Googles Spruch ist natürlich, don't do evil, macht nichts Böses. Und was Suchmaschinen tun können, war nicht so ganz klar. Und das wurde so demonstriert. Nun ein Sprung nach vorne, nach 2016. Und hier eine Frage- und Antwort-Website in China. Jemand fragte, was ist das größte Übel der Menschheit? Und hier ist eine Antwort von jemand, der 21 Jahre ist und im College studiert und erzählt hier über die Behandlung gegen den sehr seltenen Krebs, die er erdulden muss. Und so wie es sich anhört hier, das ist ein Baidu-Suchergebnis. Wenn man das liest, dann merkt man nach einiger Zeit, dass die Behandlung nicht so wirkungsvoll war, wie es versprochen wurde. Und die Möglichkeit, der beste Zeitpunkt für die Behandlung, wurde verpasst und das liegt an Baidu-Suchergebnissen und der Student hat also Baidu deswegen verflucht und als eines der größten Übel der Welt bezeichnet und das hat einen großen Ärger ausgelöst über das, was Baidu getan hat und es war tatsächlich nicht nur Baidu, aber auch die Regeln und
too what people in general, like a lot of people, es zeigt sich hier auch, wie, ist auch ein Beispiel dafür, was Baidu für Probleme macht, denn viele Leute können nicht die richtigen Informationen über Baidu bekommen. And last August, und im letzten August gab es ein geleaktes Dokument von Google, das belegt, dass sie auf einem Projekt arbeiten, das sich Dragonfly nennt. Also Libelle, eine zensierte Version der Google-Suchmaschine auf den chinesischen Markt ausgerichtet. Und viele chinesische Menschen waren darüber sehr glücklich, aber im November gab es einen Brief von einigen Google-Angestellten unterzeichnet, die auf Medium einen Brief veröffentlichten, in dem es hieß, dass dieses Projekt gegen die Prinzipien des Don't Do Evil, also Tu nichts Böses von Google ist, und sie wollten, dass dieses Projekt sofort beendet wird. Viele Leute haben sie gelobt dafür, dass sie die Gerechtigkeit aufrechterhalten haben, sozusagen. Aber niemand spricht wirklich darüber, was in China darüber gedacht wurde zu der Zeit. Und hier ist eine Antwort, ein Brief, der auf GitHub zu finden war. Eine der sehr wenigen internationalen Plattformen, die immer noch in China zugänglich sind, ohne VPN. Und es ist also, man kann also annehmen, dass irgendein chinesischer Programmierer, eine Programmiererin dies in Chinesisch und Englisch veröffentlicht hat, auch in Japanisch. Und er sagte im Wesentlichen, ja, ich möchte hier antworten, wir möchten Google zurück, egal ob es zensiert ist oder nicht, denn wir hassen Baidu so sehr. Und ich mochte wirklich, man kann diesen Brief in Hacker News finden, und ich mochte wirklich die Kommentare, die es da gab. Es gab so viele Argumente, die perfekt zeigten, wie komplex ethische Fragen für Tech-Firmen in China oder auch woanders sind. Ich lese einfach einige vor. Einige kritisierten diesen offenen Brief des chinesischen Programmierers, sagten, das ist ein so ein falsches Argument. Warum sollte man massiven Shit hier tolerieren, nur weil es noch schlimmeren Shit gibt? Andere sagten im Gegensatz, es ist einfach für uns, hier über Menschenrechte zu sprechen, wenn wir nicht diejenigen sind, denen der Zugang zu den Plattformen fehlt, Plattformen, die unser Leben verändert haben. Einige blieben neutral, eine Antwort blieb neutral, sagte aber auch, eben selbst wenn Google zensiert wird, wäre es immer noch sehr viel besser als Baidu. Also insgesamt wäre eine Einstellung des Projekts negativ. Ich weiß nicht, einige von euch im Publikum arbeiten vielleicht für solche Tech-Firmen, und ich weiß nicht, ob ihr Fragen über ethische Fragen dieser Art oft findet oder euch ihnen konfrontiert sieht. Und ich werde jetzt eine eigene Werbung hier einbauen. Im Curie-Tent wird es einen Talk genau darüber geben, die Ethik oder die ethischen Eigenschaften, die Ethicality von der Technik heutzutage. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, die ihr bedenken solltet. Nach der Suchmaschine reden wir jetzt über soziale Medien in China. Und Douban, in 2005 gestartet, hatte eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung der chinesischen Online-Kultur. Und ich habe persönlich eine Menge Zeit dort verbracht. Als soziales Netzwerk, was es macht, Leute können Bücher, Filme dort ablegen, auch zensiertes Material, wenn die Zensoren nicht so genau aufpassen. Es ist eine Kombination von Fandom, Reddit, Meetup, alles zusammen auf dieser Website. Sehr einflussreich, und viele Intellektuelle waren auf dieser Website und nahmen an Diskussionen teil. Und das machte also Douban ein sehr einfaches Ziel für Zensurmaßnahmen. Und es wurde entschieden, um diese Website im Laufen zu halten, müssen wir uns selbst zensieren ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das haben sie getan. Aber im Jahr 2009, wie vorher gesagt, die Flusskrabbe begann sich auszubreiten. Dann wurde die Sache ein bisschen außer Kontrolle, und es wurden Bilder entfernt, zum Beispiel
Bilder von klassischen Gemälden wurden entfernt und es gab Kampagnen gegen diese Entfernungsmaßnahmen. Berühmte Bilder. Und es wurden dann andere User in Dubai aufgefordert, hier manipulierte Bilder hochzuladen, die Nacktheit zum Beispiel durch Anziehen der Figuren dann zu verdecken. Das ist eine sehr gute Art zu agieren als Antwort auf Zensurmaßnahmen, zu protestieren gegen die Selbstzensur der Plattform und sie auch ins Lächerliche zu ziehen. Aber letztendlich sind all diese Bilder und die Diskussion darüber wieder entfernt worden. Diese Verwirrung, ob Nacktheit erlaubt ist oder nicht, diese Diskussion geht weiter. Nach 3 Jahren hat CCTV, das zentrale Staatsfernsehen in China, das zentrale Fernsehen, hat einen Bericht über eine Ausstellung mit Renaissance-Kunst in China berichtet und sie haben ein Bild der berühmten David-Apollo-Skulptur von Michelangelo gezeigt und die wurde verpixelt im Bereich des Penis, wie ihr hier seht. Könnt. Also die staatlichen Fernsehsender, der staatliche Fernsehsender sagt also, oh, diese Skulptur ist pornografisch. Ihr könnt euch vorstellen, wie verschämt unsere Studenten sein müssten. Also 3 Stunden danach gab es eine Neuausstrahlung dieser Nachrichten und die Pixelierung wurde entfernt. Und die Medien sind meistens und viele andere Medien haben darauf reagiert, aber es gab keinen Kommentar von CCTV. Und dieses Thema ist nicht vorbei. Letztes Jahr gab es die staatliche Verwaltung von Medien und Presse aller Art sagte, dass Unterhaltungsprogramme zu schlecht sind, denn heutzutage, wie sieht es da aus? All die Leute haben Tätowierungen, tragen Ohrringe und die Frauen tragen ihr Haar einfach nur völlig verrückt. Und dies ist also, was man jetzt sieht im Fernsehen. Und auf den sozialen Medienplattformen, eine andere, die sehr öffentlich ist, Weibo, Microblogging-Plattform, also und das hört sich genauso an wie Schal, Weibo, und also es wird also auch das Stricken eines Schals so bezeichnet. Und das Schalstricken war nie so eine große Sache, seit bis Weibo startete. Es gab Prominente, die die Plattform beworben haben, zum Beispiel auch Mike Tyson und dieser frühere Schwergewichtsweltmeister. Nachdem er seinen Account auf Weibo 2013 eröffnete, war die erste Frage, die er fragte, natürlich, wer ist der beste Kämpfer in China? Und die populärste Antwort darauf war Cheng Guan. Tyson sagte, wer zur Hölle ist dieser Cheng Guan? Ich habe ihn noch nie von ihm gehört und es zeigte sich, dass dies ein Inside-Witz ist von den chinesischen Netizens, denn Cheng Guan heißt städtisches Management, also das städtische Rechtsdurchsetzungsbüro, und das hat in den 2000er Jahren angefangen und hat städtische Regeln durchgesetzt in China, und das hat weniger Macht als die Polizei, aber als Antwort darauf oder zum Ausgleich benutzen sie sehr viel Brutalität, sehr viel Gewalt. Dies ist ein Bild von dem, was sie normalerweise tun, und in vielen Fällen kamen sie, um irgendwelche Straßenverkäufer zu inspizieren, und wenn die nicht schnell genug sich gefügt haben, dann wurden sie zusammengeschlagen und solche Dinge. Also Leute hassen wirklich diese Behörde sehr, aber sie können nichts dagegen tun, sie können keine Beschwerden einreichen, das ist eine Regierungsstelle. Also Cheng Guan wurde ein sehr beliebtes Ziel von Memes im Internet in China. Zum Beispiel Leute würden sagen, sei nicht so Cheng Guan, also mobbe Leute nicht. Eine andere wichtige Angelegenheit auf Weibo war, dass Winnie the Pooh zensiert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
When you heard about it, wenn ihr darüber das hört, dass 2017 haben die meisten Medien davon mitbekommen, aber da war es zu spät, denn dies begann 2013. When Obama als Obama mit dem damaligen Staatschef von China sich traf. Okay, also es gab da so einen Vergleich mit dem Bild zwischen Winnie und Pinny und das war irgendwie zu schlimm, weil eben dann wurde irgendwie ein weibliches Pronomen verwendet oder so. Und deswegen wurde eben Winnie Pooh zensiert, aber glücklicherweise oder unglücklicherweise kann man mit unserer aktuellen Technologie Bilder, die gesehen wurden, im Prinzip nicht mehr aus den Köpfen der Menschen auf den Köpfen der Menschen entfernen. Also 2014 und 2015 gab es auch wieder Bilder und Memes, die so ähnlich aussehen. Also irgendwie so ein sehr süßes Bild, ein Plastik Winnie Pooh Auto. Und es gibt eine Statistik. Weibo Scope, das ist ein Projekt, das die Universität von Hongkong macht und die schauen sich eben diese Art von Zensur an auf Weibo seit 2011 und die sagen, dass dieses Bild 65.000 Mal geteilt wurde innerhalb von 16 Minuten, bevor es gelöscht wurde. Also total häufig. Also wenn als Xi seine Macht immer mehr zentralisiert, hat er irgendwie gesagt, dass die Amtszeitbeschränkung wird jetzt gehoben und er kann jetzt also für immer regieren. Und an diesem Punkt gab es dann krasse Zensur. Also zum Beispiel, ich stimme nicht zu, war dann zensiert. Also man könnte nur nicht mal sagen, ich stimme da nicht zu. Und wegen dieser Art von Zensur gab es dann neue Kreativität. Also Winnie Pooh wurde wieder gewählt, um irgendwie politische Satire durchzuführen. Und das ist irgendwie von Disneys offiziellem Account auf Weibo. Ein Bild von Winnie the Pooh, der einen Honigtopf umarmt. Und es sagt im Prinzip, finde etwas, das du magst und bleib dabei. Und jemand hat es dann gefunden und gesagt, ja, okay, da hat jemand wohl in der Vergangenheit schon die Zukunft vorhergesehen. Und manche sagen, also wenn meine Eltern gesagt haben, ich muss noch heiraten, solange Xi Präsident ist, dann konnte ich auf einmal wieder atmen, weil ist ja ewig. Und es gibt halt auch diese Cosplay, also Kostüme, und die ein Vergleich zwischen Xi Jinping und dem Kaiser und Proteste. Bei Protesten wird dieser Winnie the Pooh mitgebracht in einem Outfit, das man in der Kulturrevolution getragen hat. Und das war jetzt in Hongkong zum Beispiel. Und da wurde eine Thronungszeremonie durchgeführt. Und gleichzeitig habe ich jemanden getroffen, der in Peking gewohnt hat damals. Und wir haben gesprochen darüber, wie komisch die Zensur jetzt ist. Und sie hat mir erzählt, dass Leute jetzt irgendwie schwarze Wörter, also eine geheime Sprache benutzen müssen, um zu kommunizieren, um die Zensur zu umgehen. Und dann kann man nämlich eingeladen werden, um Tee mit der Polizei zu haben. Das sagt man so, also so nennt man das, aber in Wirklichkeit, was dir halt passiert, ist, dass du digital in einen kleinen schwarzen Raum kommst, also dein Account ist nicht mehr zugänglich, ist irgendwie suspendiert und dann als nächstes kann dein Account komplett verschwinden und der letzte Schritt, bevor du dann ins Gefängnis kommst, ist, du musst zur Polizei gehen
hingehen, um ein bisschen Tee zu trinken. Und die befragen dich dann oder eben sagen, mach das nicht mehr auf jeden Fall. Also um mir zu zeigen, wie Leute diese geheime Sprache verwenden, hat sie mich eingeladen in was in eine Gruppe, in eine WeChat-Gruppe, die irgendwie weibliche Autoren enthielt. Und der Name war sehr ähnlich wie das eines japanischen Pornostars. Und das war dann eben Reis irgendwas. Und ich habe schnell rausgefunden, warum das so ist. Es gab dann so ein bisschen so ein MeToo-Bewegung in der chinesischen Kunstwelt. Aber die Leute hatten eben Angst, dass sie dafür irgendwie angegangen würden und haben deswegen eben MeToo verwendet, also die Zeichen für Reis und Hase. Das klingt halt wie MeToo. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, dass das irgendwie nichts bedeutet, also Feminismus in China ist für die Partei eine Ideologie, die von außen, vom Westen irgendwie angenommen wurde, um Chinas Politik anzugreifen. Das heißt, Feminismus ist was Negatives und es gab irgendwie wie feministische Aktivistinnen, die ins Gefängnis mussten oder deren Nutzer irgendwie suspendiert wurden. Und hier kommt irgendwie der interessanteste Teil. Es ist nicht nur, dass die chinesische Regierung diesen feministischen Diskurs nicht mochte, sondern chinesische Netizens mochten das auch nicht. Und sie fanden es zu weiß und links im Prinzip. Baizur. Also Baizur wurde 2010 erfunden. Und es war es wurde wirklich wichtig während der europäischen Flüchtlingskrise. Und Merkel wurde als Baizur benannt für ihre offene Türpolitik, die da eingeführt wurde. Und das bedeutet eben jemand, der zu emotional ist, der hypokritisch ist und zu viel Empathie hat. Also dieser Diskurs wurde dann irgendwie während der 2016 Wahl in den USA wichtiger als irgendwie chinesische Studenten in den USA die Demokratische Partei kritisiert haben, dass sie Asiaten schlecht behandelt. Und da haben sie eben diesen Begriff Baizur verwendet. Und Netizens, die nichts über internationale Politik oder amerikanische Politik wissen, insbesondere auf irgendwie Immigration und Minderheitenrechte und so, die benutzen das, um die Double Standards zwischen Western und den China irgendwie zu beschreiben. Also man kann Baizur verwenden, um sozusagen Leute zu sagen, oh, ihr seid ja irgendwie westlich, wir können euch ja gar nicht ernst nehmen. Und Trump wurde im Prinzip gesehen als Pille gegen Baizur. Und deswegen wurde das irgendwie als positiv benannt. Und Hillary Clinton wurde als Epitom von Baizur, also dieser weiße Linke, angesehen. Und obwohl jetzt keiner dieser beiden sehr humanitär ist oder Migrantinnen sehr gut behandelt. Und Leute, die eben diese Werte haben, wurden dann als Baizur bezeichnet, also als weiße Links. Insbesondere Leute, die im Westen ausgebildet wurden. Also es war wirklich sehr, sehr absurd, als Fox News das irgendwie gepackt hat. Also Baizur bedeutet im Prinzip weiße Linke, sagt ein Politikwissenschaftler John Cheng. Der was dazu geschrieben, also Mitglieder dieser weißen Linken sind
Elitist, haben irgendwie Double Standards und interessieren sich wirklich nur für Themen wie die Rechte von Schwulen und haben keinerlei Idee von den Themen in der echten Welt. Und sie wollen rückständige islamische Werte tolerieren. Und also ich werde jetzt dieses ganze Video nicht anzeigen, aber es ist sehr lustig. Und jetzt könnten wir uns anschauen, warum gibt es so viele Anti-Baizur-Menschen? Da könnten wir uns anschauen, was ist denn die soziale Realität in China? Was ist der chinesische Traum? Der ist tatsächlich gar nicht so anders wie der amerikanische Traum. Also beide sind so Survival of the Fittest, also der Stärkste gewinnt und sagen was gegen den Wohlfahrtsstaat. Und obwohl die Schere zwischen Arm und Reich weiter wird und irgendwie sozial immer schwieriger wird in China, ist es so, dass es sehr viele Leute sehr pragmatisch sind und eben sagen, ja, wenn man sich gegen strukturelle Diskriminierung wehrt, dann ist das wirklich, dann möchte man wirklich eine besondere Behandlung. Und diese Anti-Baizur-Kritik ist dann besonders auch mit so diesem China ist am Kommen, Europa geht immer weiter zurück. Und Weibo hat irgendwie sehr, sehr oft, ein Bericht wurde sehr, sehr oft berichtet, und dass dieses Baizur eine morale Epidemie ist, die dafür sorgen wird, dass der Westen sich selbst im Prinzip umbringen wird. Und das ist so, das ist zwar was, das Netizens haben, sagen, aber das passt sehr gut in die Idee der chinesischen Regierung, die eben diesen Universalismus der Menschenrechte und sowas nicht unterschreibt und stattdessen eben meint, China ist besonders. Okay. Also wir können nicht, obwohl es aussieht, als wäre das von einzelnen Netizens auskommt, können wir natürlich nicht sagen, dass es nicht sagen, ob es nicht vielleicht doch von der Regierung ausgeht oder ob es vielleicht die einzige Meinung ist, die irgendwie man annehmen kann, wenn man nicht verfolgt werden möchte. Das wissen wir halt nicht. Okay, als nächstes, was ich vorher gesagt habe, es könnte eine Kampagne der Regierung sein. Und das ist tatsächlich eine Taktik der chinesischen Zensur unter der großen Firewall. Es ist, um die tatsächliche Wahrheit einfach irgendwie zu verstecken, indem man ganz viele Leute anstellt, die 50 Cent Army heißen, also 50 Cent Armee. Der Name kommt daher, dass die Leute irgendwie 50 Cent bekommen für jeden Post, den sie schreiben. Und obwohl manche meinen, dass sie wahrscheinlich nichts bezahlt bekommen, weil man das als Parteimitglied einfach machen muss. Und jetzt vor ein paar Jahren, also nach ganz vielen Jahren der Online-Zensur, gibt es jetzt eine ganze Generation, die im Prinzip hinter dieser Wand aufgewachsen ist. Und diese ganzen Leute haben noch nie irgendwas anderes gehört als diese nationalistische Indoktrinierung. Und die haben wirklich und sie haben sehr viele Vorteile von der wirtschaftlichen Entwicklung. Und die sind sehr stolz auf ihr Land und haben im Prinzip immer gehört, ja, Patriotismus ist wirklich was Natürliches, das jeder hat. Und diese Leute nennt man Daubantong. Im Prinzip nennt man Little Red, also kleine Roten. Und Little Pink sind halt dann kleine, sehr naive Leute, die China, weil Rot ist ja die offizielle Farbe der Partei, idolisieren. Und sie folgen diesen
Idolen blind. Und diese Poster gab es dann auf Weibo. Unser Idol nennt sich Ajung. Also Jung kommt von Junggo, das eben China bedeutet. Und A ist im Prinzip das man irgendwie sagen kann, das packe ich vorne einen Namen und dann sage ich lieber oder sowas. Und das ist jetzt irgendwie, also Hongkong, dieser Protest wurde in der chinesischen Staatsmedien nicht nur irgendwie nur teilweise berichtet, sondern es wird auch nicht erwähnt, warum die das machen, also warum die Hongkonger protestieren. Und es wurde auch nicht erwähnt, dass 2 Millionen Hongkongerinnen friedlich protestiert haben. Es wurde nicht erwähnt, dass die Hongkonger Polizei sehr gewalttätig war. Und sie haben irgendwie nur berichtet, dass die Hongkonger Protesterinnen im Prinzip China destabilisieren möchten und Hongkong von China trennen möchten. Und diese kleinen Pinken sind im Prinzip Leute, die halt wirklich nichts anderes hören als die Staatsmedien. Die bekommen keine anderen Ideen. Und die haben im Prinzip angefangen mit diesem Disinfo Wars, also ein Cyberkrieg. Und die wollten eben auf internationale Plattformen gehen und da die Hongkong News verändern. Also sind über die Wand gegangen und haben eben VPN benutzt, was eigentlich illegal ist in China, und haben das gemacht. Und am Anfang war es wahrscheinlich irgendwie nur so kleine Gruppen, und dann wurde es eben von CCTV aufgenommen, und es wurde gesagt, es wurde irgendwie als was Positives erwähnt, und das hat dazu geführt, dass noch mehr Leute das gemacht haben, weil es so eine positive Feedback-Loop gab. Und ich glaube, manche von euch haben gehört, dass es am Montag Facebook und Twitter das eben dieses unnormale, komische Verhalten gesehen haben und viele chinesische Nutzer gesperrt haben, weil sie eben falsche Informationen über die Hongkonger Proteste verteilt haben. Und das war jetzt am Montag, und am Dienstag hat im Prinzip eine Frau, eine Frau oder ein Mann, der im Auslandsministerium in China arbeitet, gesagt, jeder Chinese oder jede Chinesin sollte das Recht haben, alles zu sagen, was er oder sie möchte. Und ich hoffe, dass das irgendwann kommen wird. Und hier höre ich jetzt meinen Talk auf mit einem Zitat von George Orwell, das sagt so, jeder Witz ist eine kleine Revolution. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Thank you so much, Brewster. Brewster? Thankfully, we have some time. Glücklicherweise haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Bitte steht auf, geht zu den Mikrofonen, wenn ihr Fragen habt. Hallo. Please turn on the microphone for the question. Das Mikrofon anschalten für die Frage. It's the Chinese government operating. Die chinesische Regierung ist hier am Arbeiten, offensichtlich. Okay, so we have a question here. Wir haben also eine Frage hier. Hi, thanks for your talk. Ja, vielen Dank für den Talk. Viele chinesische, ich denke, besonders in der Elite, gehen ins Ausland für Studium, und ich denke, dass VPN nicht völlig unbekannt ist in China. Also es gibt Zugänge. Was passiert, wenn diese Leute ins Ausland kommen und dann zurückkommen? Sind die dann schon so indoktriniert durch ihr Aufwachsen? Oder gibt es Veränderungen dann in Richtung auf Demokratie, in der Meinung dieser Menschen? Es hängt davon ab, denn das sind auch oft staatlich unterstützte Dinge, die auch im Ausland passieren. Also als zum Beispiel dieser Informationskrieg-Thema in den Medien war im Ausland,
gab es diese chinesischen Studierenden, die in Amerika studieren, die WeChat-Medienaccounts benutzten und die sagten einfach nur, ah, was auch immer die New York Times da sagt, das ist alles nur Fake News und die Staatsmedien berichten das zum Glück nicht. Also wenn man Zugang auf freie Informationen bekommt, heißt das nicht automatisch, dass man anfängt, kritisch zu denken. Wir sehen das auch selber auch in den Amerikanern, in den USA. Ja, vielen Dank. Nächste Frage, bitte. So actually, and I forgot to mention. Ah, ich vergaß zu sagen, dass du aus China kommst, und ich fragte mich. Du lebst nun hier. Hast du keine Angst, wenn du diesen Talk hältst, wenn du die Zensur offenlegst? Ja, ich habe diese Frage erwartet, denn das hat tatsächlich mich ein bisschen beschäftigt. Oh, soll ich das tun? Aber ich denke, ich möchte diesen Talk, diesen Vortrag halten, gerade weil es so ist, wenn ich zu ängstlich wäre, den Vortrag zu halten, dann ist das eine Tatsache. Das ist genau die Situation, die die Zensur hervorrufen möchte, dass ich so viel Angst habe, dass ich mich selbst zensiere. Und ich möchte das nicht tun. Deshalb. Vielen, vielen Dank. Eine kleine Niederlage für die Zensur. Bitte einen letzten Applaus und so sehr, sehr vielen Dank. Danke auch.